Ein wunderschönen und willkommen hier zu einem neuen Format, nämlich Alpha Chief vs. Games. Richtig, ich stelle mich der Herausforderung der Videospielewelt und versuche mich dadurch immer zu kloppen. Ich meine, der eine oder andere weiß ja, dass ich natürlich bekannt bin von meinen Let's Plays, aber es gibt ja natürlich auch Spiele, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Doch die sind auch zu bewältigen. Aber es geht nicht darum, dass ich sie bewältige, sondern wie ich mich anstelle, überhaupt diese knackigen Games einfach mal durchzuvögeln. Jetzt habe ich Vögeln gesagt. Das wird bestimmt richtig Ärger geben in Sache Monetarisierung. Ach ja, da war ja was. Jedenfalls habe ich mir gedacht, eine gute Herausforderung ist nämlich Super Ghosts and Goblins. Das ist da schon beim Aussprechen, ist das schon sehr, sehr gefährlich und sehr schlimm. Aber ich habe gedacht, ich stelle mich der Herausforderung. Nämlich schon bei der ersten Folge mit Alpha Chief vs. Games dachte ich mir, ich zocke dieses knackige Spiel und versuche mich da ein bisschen durchzuboxen. Insbesondere Super Ghosts and Goblins zocke ich natürlich auf meinem klassischen SNES Mini. Wie ich das Ding liebe. Es macht mich schon ein bisschen rattig. Ja, das Ding ist gut und das Game wird noch besser. Aber ich denke mal, ich stelle mich der Herausforderung und würde mal sagen, Challenge akzeptiert. Also rüber zum Game. Gut, auf jeden Fall starten wir dieses tolle Game. Oh. Start drücken. Jetzt habe ich Start gedrückt. Jetzt geht's. Fängt schon toll an. Yay. Da ist die Prinzessin. Da ist der Schnuckelritter, der immer noch in seiner Ritterrüstung angezogen ist. Im Original war er ein bisschen fasernackt am Friedhof mit ihr und... Naja, Blümchen und Bienchen, wir kennen das ja. Oh, Schmuckstück. Ich glaube, ich sehe da sogar was hängen. Starten wir. Und ich werde es jetzt probieren. Mit diesem wunderschönen Abenteuer als Ritter Arthur gegen Dämonen. Gott, habe ich das Spiel geliebt als Kind. Ich war sogar gut. Ich kam bis zum zweiten Level. So, Doppelsprung gibt's hier. Und irgendwie immer noch ein bisschen lustig. Dass da was hängen tut bei dem guten Ritter. So, Flammen. Ade. Zack. Zack. Wer sagt, dass Zombies überhaupt Feuer nicht mögen? So. Oh. Fängt schon gut an. Kollisionsabfrage gleich. Dieses Spiel wird gesponsert von Herzefakten.com. Wenn es um Herzefakten geht, sind sie bei uns richtig. So, Zombie weg! Hallo? Nein! Glück! Feuer ist scheiße. Wer im Gottesnamen hat dieses Spiel produziert? Ah! Das wäre fast schief gegangen. Nein. Ich sehe mich gerade ein bisschen nackig. Wieso springe ich in diesem Scheißfeuer? Button smashing. Geht doch. Aber Geld. Money. Nochmal soll einer sagen, Ego-Shooter würden aggressiv machen. Der kennt dieses Spiel noch nicht. So. Ich weiß mal, es gab einen Pfeil und Bogen. Warum bekomme ich keinen Pfeil und Bogen? So. Oh, Pfeil und Bogen. Das könnte wehtun. Warum wird's hier langsamer? Frameabbruch. Gott. So. Wieder nackig unterwegs. Trug man schon eigentlich Boxershorts früher? So, das ist natürlich gut. Gute Idee. Sehr gut, diese. Ja. Was war... Gott, nein. Was war das? Leute. Kollisionsabfrage. Kacke. Ich will nicht mehr. Ach, da ist der Schaffknopf. Versuch 2567. Und ich krieg einen an der Rappel. Ihr seid ja schon witzig. Nein!
Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh Gott, ich könnte gerne damit aufhören. Wieso habe ich mir so einen Scheiß überhaupt überlegt, ausgedacht? Nein! Warum? Warum? Baby, warum? Warum? Warum ist man so gestört und verwandelt einen erwachsenen Mann in ein Baby, um ihn dann von Zombies töten zu lassen? Warum? Ich wäre mal froh, wenn ich mal eine andere Rüstung sehen würde. Es gab mal eine grüne und eine gelbe. Die habe ich bis jetzt noch nie gesehen, nicht mal eine grüne. So, gut, dass man hier einen Doppelsprung hatte. Wartet erstmal ab, bis ich die Originalversion zocke. Yay! Button Smashing! Ich bin weitergekommen. Yay. Perfectly Sieg. Oh mein Gott. Schaffe ich es bis zum Endboss? Ich hasse dieses Spiel. So, damit wäre dieses Alpha vs. Games erledigt, beziehungsweise Alpha Chief vs. Games. Und ich habe noch natürlich mit bester Bravour bewiesen, dass ich dieses Spiel zum Kotzen finde. Ich habe es nicht drauf, ich werde es auch nie drauf haben. Und das ist so ein Einblick in der ersten Variante von ich rege mich auf über Games, die ich gar nicht klarkomme, von dem ich überhaupt nicht klarkomme, von dem ich die nicht schaffen würde, von dem ich keine Ahnung habe. Aber gut, das ist nicht euer Problem. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen hier gefallen. Wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, die ich vielleicht mal testen sollte in einem so einen Zusammenschnitt, dann schreibt das doch gerne mal in den Kommentaren oder bewertet einfach mal dieses Video, ob ihr es gut findet oder nicht und ob ihr überhaupt so eine Rubrik euch gefällt. Auf jeden Fall, ich habe mich köstlich aufgeregt und ich werde jetzt meinen Herzstillstand überprüfen, weil ich denke mal, der ist eigentlich schon weg, beziehungsweise ich habe schon einen, aber ich merke es nicht, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Yay! Also, Zeit für ein Continue. Wir sehen uns, euer Alpha Chief.